Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Mit mir. Und wir hören uns gleich zu Beginn deinem Wort zuvor. Für diejenigen, die mich liebten, war ich die freigebigste aller Seelen. Kein Schmerz, den ich ihnen verweigert hätte. Kein Verrat, den ich nicht freudig an ihnen begangen hätte. Und als ich die Herzen aller, die mich liebten, entflammt hatte, da sprach der Prophet: Du kannst nichts tun, wofür ich dir nicht vergeben würde. Denn Gott hat mir die Sehergabe verliehen. Und durch seine Augen betrachtet, wirst selbst du geliebt. Ich weiß nicht, was ich von der Geschichte halten soll. Vor allem für die arme Elizabeth, dass die jetzt endlich weiß, dass sie Comstock-Tochter ist. Das ist krass. Ich passe durch die Stäbe, aber sie sind zu breit. Ich gehe mal vor und sehe nach, ob wir da weiterkommen. Da. Was ist das? Das ist ein Riss. Ich kann etwas in diese Welt holen. Ah, ein Frachthaken. Wie praktisch. Wie gesagt, es ist eine Art Wunscherfüllung. Fertig. Ich spüre, dass da noch mehr sind. Immer wenn ich unruhig werde, tauchen die Risse auf. Booker, sehen Sie diese Risse? Die könnten wir gegen Slates Männer einsetzen. Durch diesen Riss kommen wir höher rauf. Und der hier liefert uns ein Geschütz. Und etwas Deckung. Nimm den da! Geschütz, schnell! Elizabeth, Haken bitte. Ach so, sie kann nicht. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Nein. Hier, Munition. Danke. Ach, diesen Platz. Eieiei. Sag mal. Wer schießt zuerst? Du oder ich? Gnadenschuss. Comstocks Schoßhündchen hat tolle Tricks auf Lager. Weißt du, was du da hast, Booker? Es reicht, Slate. Wir brauchen diese Kraft, um aus Columbia wegzukommen. Und wir holen sie uns, so oder so. Slate! Magazinvergrößerung, Schadenboost. So. Hier ist etwas Geld. Dankeschön. Halt die Augen auf nach dieser Schockjockey-Kraft. Achso, hier können wir die Dings verbessern. Da drüben können wir noch mehr Waffen verbessern. Aber das haben wir jetzt erstmal. Ich spare erstmal wieder. Oh, Medizinkits. So viele, das. Das macht mir ein bisschen Angst. Zu rar ist jeder Schlag von Mann. Wir heulen und schreien, dass der Kriegswald noch hier verlieren wir wollen. Der Gott des Doktors, die für uns sein, seiner Prophetie. Blechmänner,
Spucke. Dazu wird Comstock uns machen. Mit Drähten und Hebeln statt Köpfen und Herzen. Spucke! Siehst du, Booker? Vielleicht bist du doch der, den ich kannte. Vielleicht auch nicht. Wie es leer. Spielt keine Rolle. Comstock hat unsere Geschichten und unsere Seelen ausgelöscht. Jetzt will er mich kriegen. Und wenn ich weg bin, bleibt nur noch die Lüge. Gib uns einfach, was wir brauchen. Bitteschön. Danke. Der Laden wurde geplündert. Hier gibt es keinen Schockjockey. Slade muss es mitgenommen haben. Da. Ist das? Slade. Er ist hier. Hier geendet. Ach, das war schon. Ah, okay. Gut, er ist jetzt da raus. Da rein. Ich sehe hier absolut gar nichts. Und da enden die Spuren. Gerade knifflig. Wo enden die Spuren wieder? Doch weiter rausgehen lohnt sich nicht wirklich. Was ist das? Comstocks Schiffe. Er kommt wegen Slade. Es war Slade, der bei Wounded Knee für sein Land tötete. Es war Slade, der die Tore Pekings stürmte. Slade! Slade! Comstock kommt, Booker. Aber uns zu töten wird ihm nicht reichen. Oh nein, er will uns auch noch in Blech verwandeln. Das lasse ich nicht zu. Er hat mir meine Vergangenheit geraubt. Aber mehr bekommt er nicht. Gib uns endlich diese Kraft, das muss doch nicht sein. Auf, Jungs! Der Soldatentod wartet. So. Booker, hier. Danke. So, feigt. Oh. Haben die verzieht teilweise echt schön. Ein bisschen mit den Salzen arbeiten. Du bist nicht der Booker, den ich kannte. Blechmann! Blechmann! Eieiei. Puh.
Elizabeth, Salze. Bitte sehr. Danke. Los. In Ordnung. Mann, Mann, Mann. Mehr hast du nicht auf Lager, Soldat? Jetzt komm schon, David. Enttäusche die Jungs. Ich bin außer Übung. Was sonst ist Anarchie als ein Messer im Rücken unseres Propheten? Na dann? Für die Familie! Ja, mal los, meine Kleinen. Na los, David! Zeig mir, was du kannst! Was ist er denn? Leck mich am Sack. Wo ist der? Das war definitiv nicht so geplant. So, wir verfolgen den dann mal weiter, aber das machen wir dann in der nächsten Folge, in der, ja, für die Aufnahmesession, dass ich halt wieder in den Rhythmus reinkomme. Mann, Mann, Mann. So, was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst.